奴隷として死ぬくらい。Okay. だから俺は戦う。Müsste mit einem Magneten am Hasen dran. Durchaus möglich. Du, gerade glaube ich an alles. Gerade glaube ich echt an alles. Und wenn du mir sagst, dass Eichhörnchen fliegen können und Schweine bellen, das würde ich jetzt gerade auch glauben. Nachdem ich das hier gesehen habe, die Hasen-Hund-Kombination. Mal mit dem Schwert den Schwanz abgeschossen. Scheiße, das ist. Oh, Scheiße, ja, stimmt. Zack, 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 zack. Zumindest immer so einmal angeschnitten. Gott, ich krieg mich nicht mehr ein heute. Ja, Flughörnchen. Aber keine Eichhörnchen. Ne? Keine einheimischen Eichhörnchen, die fliegen. Das weiß ich, wie schnell der Nachricht. Oh, Scheiße, ey. Wie kommt ihr auf solche Ideen? Mann. Das ist ja. Aber so liegt dein Spur mit Schwind. Mappa, das klingt etwas. Also, ich will ja nicht sagen, aber das klingt etwas suspekt, ne? Was an den Energiekosmos? Natürlich so viele Fleischreste. Stimmt! Wir müssen ja aus den Fleischresten irgendwas kochen. So vergammeln die noch. Verdammt, es hat also niemand geschafft, hä? Huh? Tut mir leid. Wenn wir etwas eher da gewesen wären, hätten wir... Hey, sowas passiert. Es tut weh, aber das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Mach Ochsenschwanzsuppe. Meinst du den Ochsenschwanz von Cleo oder meinst du einen ganz normalen Ochsenschwanz? Den mit oder ohne Harnröhre? Ist so plus 18 oder nicht? Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. Ja, ich habe uns bewusst auf 18 gelassen. Ich habe uns bewusst auf 18 gelassen. Weil wir können einfach nicht jugendfreundlich sein. Das kriegen wir nicht hin. Ich meine, wir haben es versucht. Wir haben es sehr, sehr lange versucht. Und nein. Nein. Schwanz. Ah, Schwanz, hä? Du kannst jugendfreundlich sein. Oh Mann. Ich kümmere mich gut um die Sachen, die ihr zurückgebracht habt. Das ist das Einzige, was wir tun können, um das Opfer der Toten zu würdigen. Hey, wann kommt Papi nach Hause? Oh nein, das ist die Tochter des toten Mannes. Tochter des Mannes, oh Gott. Noch nicht, meine Kleine. Dein Papi ist schon weit hier nicht da und... Nein, lüg mich nicht an. Er ist tot. Hab ich recht? Wenn Erwachsene traurig gucken, sagen, jemand ist nicht mehr da, dann meinen sie immer, dass er tot ist. Papi hat mich immer gewarnt, dass es eines Tages passieren könnte. Er hat gesagt, ich soll stark und tapfer sein. Also werde ich... Das ist einfach nicht richtig. Das arme Kind sollte nicht in unseren Kampf mit reingezogen werden. Lass uns Nate Bericht erstatten und uns dann auf den Kampf vorbereiten. Juhu! Und wir haben die erste Errungenschaft gekriegt. Geil. Also ich denke immer eindeutig für Erwachsene. Ja, genau. Fertigkeitsempfehlung. Was auch immer das heißen mag. Ey, ohne Witz, du musst was Ernstes überbringen und dann steht da einer mit Hasenohren auf einer Maske und hier mit dem Hundeschwanz ich würde mich verspülen. Ich finde das mega geil. Wurdest du niemals nicht verarscht? Ich glaube nicht. Erfüllst du bestimmte Voraussetzungen für einzelne Charaktere, verdienst du sie, äh, verdienst,
verdienst du für sie Titel, oh Gott. Dies schaltet erlernbare Arts und Fertigkeiten frei, die dir das Kämpfen erleichtern. Die Freischaltbedingungen für Titel findest du in der Fertigkeitenmatrix. Also ähnlich wie bei Tales of Graces F, glaube ich. Du kannst Arts und Skills mit mächtigen Effekten von freigeschalteten Titeln erlernen, indem du Fertigkeitenpunkte investierst. Gib daher früh und häufig FP aus. Fertigkeitenmatrix erreichst du mit B. Art und Fertigkeitenbenachrichtigungen. Wenn du eine Fertigkeit erlernen willst, aber noch nicht genug FP dafür hast, kannst du sie in der Fertigkeitenmatrix markieren und F drücken. Du wirst benachrichtigt, sobald du genug FP beisammen hast, um sie endlich freizuschalten. Gut, das ist cool. Was habe ich denn nun gefragt? Oh Mann. Okay. Aktuelle FP. Das hier haben wir, ne? Grauer Wind beschwört einen fiesen Sturm herauf, der Gegner in die Luft wirbelt. Okay. Schallstoß. Wird von einem Fegeangriff. Erhöhter kritischer Schaden. Ja, einmal in der Luft auszuweichen. Machen wir das einmal. Okay, und sie hat 239. Gemini Aqua weicht nach rechts aus und feuert dann zwei Wasserschüsse ab, die man auf Brei von Seite zu Seite fliegen. Flammschlag. Ein Anfängerfeuerart, der drei Feuerbälle vom Himmel fallen lässt. Erhöht Angriff und Elementarangriff steigt bei Nahtoderfahrung. Kommen. Tada. Ach ja, stimmt, Kaya, du darfst ja gar kein Alkohol gerade trinken. Der war ja was. Sprich erneut mit Nate. Ich brauche eine Eule. Hallo. Ich bin da. 悔しいが、俺たちの中でレナの装甲兵とまともにやり合えるやつは多くない。俺たちにできるのは犠牲になったやつを忘れないことくらいだ。ああ。決して忘れない。それでいい。いつも言うのね。何か俺に頼み事があったんだろう。ああ。実は。何かと思えば。 Wir trinken, Kaios. Wir trinken. の装備を手に入れられそうな場所と来たが、当たり前だが、どこも光目どもの警備が厳しくて、うかつに近寄れない場所ばかり。待てよ。ウルベゼクの外の荒野の先に、ファガン遺跡ってレナの城跡みたいなのがある。どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが、レナ人のあんたがいるなら、ひょっとしたらひょっとするかもな。まあ、俺なら、 そんな手間をかけるより、おとなしくダナの服を着ておくがね。遺跡ね。行くわよ。本当に行くのか？行くのよ。 Warte, man nimmt Quest. Hallo. どうなんだ? Du musst nicht durch die Sendinus-Schlucht gegangen sein, um hierher zu kommen, oder? Es dort immer noch dieser Zeuge? Großes Vieh sieht aus wie ein Insekt mit Flügeln und Sensen als Arm und ist Level 43 und will uns umbringen. Ja. Ja, haben wir gesehen. Er sah ziemlich groß und noch dazu wie ein harter Brocken aus. Das muss er sein. Ich kann mich nicht sicher fühlen, wenn er dort noch sein Unwesen treibt. Ich würde gern sehen, wie er bekommt, was er verdient. Zumal sich die Leute, die ihn zur Strecke bringen, bei einem hübschen Lohn für ihre Mühen freuen dürfen. Bei den Materialien, die sie erlangen. Oh ja. Ja, Zeugematerialien wohnt Astralenergie inne. Also je stärker ein Zeuge ist, desto mehr Energie enthalten seine Materialien. Damit könnten wir neue Waffen machen und hätten etwas bessere Chancen gegen die Renier, trotz unserer Astralart Nachteils. Beim üblichen Streuner rotte ich ein paar Leute zusammen und wir holen uns die Materialien selbst. Aber so ein riesiges Biest überstärkt meine Kampfküste zweifellos. Wenn es nur einen guten Weg gäbe, es zu besiegen. Ja gut, wir sind zwar nicht stark genug, aber wir erledigen es trotzdem. Yes. Spricht ja nichts dagegen, dass wir ihn uns mal an.
Hörst du dir überhaupt selbst zu? Wir haben schon genug Sorgen. Dann müssen wir nicht noch zusätzliche Gefahren in Kauf nehmen. Denn Renéische Freundin hat recht. Ich weiß, dass du stark bist, aber ich glaube, selbst du bist diesem Zeuge nicht gewachsen. Es ist ja nicht so, dass ihr ihn sofort erledigen müsst, aber wie soll ich sagen? Wenn es jemanden gibt, der eine Chance hat, dann seid ihr es irgendwann. Sobald ihr euch der Herausforderung gewachsen seht. Wenn es soweit ist, würdet ihr es dann versuchen? Ihr könnt natürlich noch andere Leute mitbringen, die euch helfen. Klar, das klingt nach einem Plan. Wir kümmern uns dann darum, früher oder später. Juhu, wir können die Quest noch später machen. Das ist sehr gut. Oh. Das liebt Mappa. Danke. Ich trinke auch was tatsächlich, um, ne? Anzustoßen quasi. So. Rein hypothetisch. Ich habe mir extra den Sekko, den Frisches mir noch nicht mitgebracht hat, dafür aufgespart. Ich wollte keinen Wein dafür verschwenden. Also, darf keinen Wein verschwenden. Ich habe Hardcore Wasser. Du kannst dir ja noch ein paar Hasenohren mit ins Wasser tunken. Geht das hier vorne lang? Okay, hier müssen wir noch nicht lang. Hier ist total komisch. Kaya eskaliert heute. Ja, Kaya geht richtig ab heute. Er feiert die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Okay. Boah, die Wasserfahren. Hix. So, jetzt halten wir alle nach der nächsten Eule Ausschau. Kaya sorgt uns alle unter den Tisch. Ja. Er verträgt heute auch recht viel. Rechne überall mit Zeugern, wo du hingehst. Sie sind einer der Gründe, warum ich dich brauche. Wir sind schließlich ein Team und das bedeutet, dass jeder seinen Beitrag leisten muss. Wenn ich also nach dir rufe, erwarte ich, dass du alle Gegner um mich herum ausschaltest. Was? Warum muss ich um alles? Im Gegenzug verspreche ich auch dir, alle Gegner um dich herum abzuschießen, wenn du nach mir rufst. In Ordnung? Ja, alles klar. Ich glaube, ich bin immer noch fertig vom letzten Samstag. Ich bin zu alt für ihn. Oh ja. Wenn du es dir nicht angewöhnst, beim Kämpfen zu kommunizieren, wirkt sich das auf die Moral und unsere Fähigkeit aus, zusammen Kombos auszuführen. Ruf mich immer, wenn du mich brauchst, okay? Okay. Sieht so aus, als hätte der Gegner uns entdeckt. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Das musst du mir nicht sagen. Nee, mir auch nicht. Wolf. Zwei. Ach du Scheiße. Boostangriffe. Zusammenfassung. Du kannst Verbündete im Kampf auffordern, drei einzigartige Boostangriffe auszuführen. Ist die Boostanzeige BA voll, drücke die jeweilige Richtung auf 1, 2, 3, 4. Du kannst weitere Angriffe folgen lassen, dabei auch die AL regenerieren. Die Boostanzeige füllt sich immer mit der Zeit automatisch wieder auf. Aber wenn du erfolgreiche Treffer und Konter landest, fühlt sie sich noch schneller. Boostangriffe von Eisenmaske. Führt einen brachialen Drehangriff aus, der fast jeden Gegner zu Boden bringt. Hilft Verbündeten damit aus Notlagen und schafft Gelegenheit für weitere Angriffe. Und aua, ich habe einen Splitter im Finger. Aua. Warte mal. Jetzt habe ich keinen Splitter mehr im Finger. Wo auch immer der plötzlich herkam. Ich hasse Tutorials! Ja, ich drück doch eins! Mann! Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Okay. Also, das ist so ein Monster. Also, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Deswegen wundert mich das halt gerade so. Kann höchstens halt von draußen sein, von dem Rosenbogen, aber. Den habe ich eigentlich vor Stunden angefangen. Angefasst. Oh mein Holz. Ich bin beim Hochgehen. Nee, eigentlich. Wenn ich nach oben gehe, habe ich ja keinen Holzaufweg. Vielleicht vom Rosenbogen vorhin. Da könnte ich mir das zugezogen haben.
Shions Boosterangriff feuert mehrere Lichtstrahlen aus der Mündung von Shions Gewehr. Effektiv gegen fliegende Gegner. Schränkt ihre Flugfähigkeiten vorübergehend ein und streckt sie nieder. Deine Erfolge, okay. Traum. Erfolg. Boosterangriffe. Wenn du dich mit anderen Gruppenmitgliedern für Boosterangriffe zusammentust, kannst du Gegner länger angreifen. Verschiedene Mitglieder sind gegen unterschiedliche Gegnertypen im Vorteil. Kombiniere sie, um im Kampf die Oberhand zu haben. Ich habe immer die Oberhand. Warum habe ich eigentlich das Gefühl, ich werde hier ganz oft sterben? Das Viech ist ja immer noch tot. Lebt immer noch. Ist ja immer noch tot, genau. So, jetzt, ja. Oder war das ein Angriff? Okay, jetzt haben wir's. Sieht so aus, als hättest du den Dreh raus. Aber lass dich das nicht zu Kopf steigen. Die waren einfach. Ist mir schon klar. Ich frag mich ja, wann wir in dem Demo-Gebiet ankommen. Also ich glaube, das dauert ja noch ewig, aber... Okay, warte mal. Okay, wir sind Stufe 6. Das Demo-Gebiet war, glaube ich, Stufe 20 bis 25... Nee, 25 war es, glaube ich. Lieber noch mehr. Hallo. Das Sphärobrett. Ja, ne? So ähnlich. Sphärobrett oder das Kristallium. Sieht auch so ein bisschen aus wie das Kristallium. Oder das Level-System aus Teil 7 im Remake. Da war das doch auch, wo du dann die Materia im Remake einsetzen musstest. Da war das doch auch so ähnlich. Ich glaube, das haben sie sich da auch so ein bisschen abgekupfert. Aber finde ich nicht schlimm. Ich fand das System geil. In allen drei Spielen fand ich das System cool. In 10 und 7 am besten. Im Remake. 13 hattest du ja nicht viel Auswahl. Da hattest du ja echt nur deine lineare Strecke. Aber da haben ja so viele drüber gemeckert früher. Das ist ja scheiße. Das ist ja nicht mehr das Alte. Meh. Mecker. Das kann nur Twitch selber. Du kannst ihn zwar anschwärzen. Also du kannst ihn zwar anschwärzen, aber... letzten Endes muss Twitch das allein übernehmen. Twitch braucht nur etwas. Aber ich denke mir gerade, solange das nicht in Sequenzen ist, ist mir das eigentlich gerade wumpe. Etwas lang, ja. Etwas sehr lang. Hey. Ich könnte eigentlich mal so einen Luftangriff versuchen, ne? Na gut. Okay, das ging etwas in die Hose. Ey! Was bedeutet eigentlich dieser Brecher? Sammeln? Membranflügel, ah ja. Mal kurz gucken. Alter, ist das Gebiet riesig. Das Level-System bei 12 irgendein... Oh Gott. Bei 12? Ich überlege gerade. Ja, ich glaube. Ich glaube, es hatte eine Bezeichnung. Kommandobrett hieß es, glaube ich, oder? Oder irgend sowas in der Art hieß das, meine ich. Ich meine, es war das Kommandobrett? Ja. Ich glaube, das war's. Sicher bin ich mir aber nicht zu 100%. Das sehen wir dann, wenn wir irgendwann da mal angekommen sind. Aber was anderes würde mir da jetzt nicht einfallen. Ihr könnt es ja mal nachgucken, Kaya, wenn du weiter.
Würde mich nämlich mal interessieren, ob das wirklich Kommandobrett ist, wie es. Aber ich meine, es hatte eine Bezeichnung. Ich habe keine Ahnung, was ihr meint. Wir meinen das System für das Aufleveln bei den Final Fantasy Teilen. In Teil 10 hieß es zum Beispiel Sphärobrett. In Teil 13 Crestarium und so weiter. Es gibt halt in bestimmten Teilen bestimmte Namen. Also eigentlich in den neueren. Wo sieht man denn dein Level eigentlich? Das Level sieht man hier. Wenn man hier ins Menü reingeht. Wir sind beide Stufe 7. Und ich sehe, dass ich halb tot bin. Das ist nicht gut. So. Und wir haben auch kaum noch Dingens. Also kommt das auch noch mit rein. Kommandobrett war bei. Was wie das Minispiel. Ah, okay. Okay. Aber es hatte trotzdem eine Bezeichnung. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Es hatte eine Bezeichnung. ich weiß gar nicht. Und hier bei den Fertigkeiten können wir halt aufleveln. Da können wir dann halt unsere Fähigkeiten machen. Lizenz. Okay. Eigentlich so einfach, ne? Lizenzbrett, okay. Es waren Lizenz, keine Kommandos. Okay. Ja. Haben wir das auch geklärt. Wo ist der nächste Schuh? Ja, da müssen wir jetzt mal suchen. Ich will das Gebiet wirklich erstmal komplett. Vielleicht finden wir hier so einen Schuhu. Wir müssen auf jede. Oh Gott. Auf jedes. Achten. Ich möchte unbedingt wissen, was wir als nächstes kriegen. Oh, Kaya! Mann! Okay, ich glaube, der Angriff war sogar mal ganz cool. Also, der Kaya, der war echt flach. Der war richtig flach. Also mies würde ich nicht sagen, aber er war flach. Er war echt flach. Aber als mies würde ich ihn nicht bezeichnen. Da komme ich nicht hoch. Ein echter Schenkelknüpper für Beinlose. Oh. Okay, da soll man da irgendwie hochkommen oder soll man da nicht irgendwie hochkommen? Ich glaube, da soll man nicht hochkommen. Doch, soll man! Warte mal, kommen wir von hier? Ja, kommen wir. Lol, okay, ich habe hier tatsächlich was übersehen. Die Dinger werde ich, glaube ich, ganz, ganz oft übersehen. Aber es könnte hier sein, dass hier unten ein Schuhu ist. Mit Kartoffeln. Okay, da geht's ins Dings. Gucken wir erstmal hier hoch. Okay, hier ist eine Truhe. Ein Schuh, das wäre toll, ja. So ein Schuh wäre klasse. Bis jetzt. Okay, hier oben ist leider kein Schuhu. Hier oben ist aber noch komisches Weizen. Okay. Okay, wir kriegen keinen Fellschaden. Scheinbar. Nein! Ich wollte ausweichen. Warum kriege ich von dem eigentlich so viel? Lol. Ich krieg so viel Schaden von dem scheiß Ding. Zum Glück halt wie Madame immer.
Nein! Ihr könntest du mich wiederbeleben, Madame? Geht das, oder? Okay, gerade war sie nicht in der Laune, mich wiederzubeleben. Trotzdem nett. Trotzdem nett. Muss ich mich jetzt aber extra wiederbeleben, oder? Nee, okay. Nur eine krasse Wurmatze. Ja, das stimmt. Das stimmt, da muss ich dir recht geben. Hallo, ihr kleinen süßen Bienen. Würde ihr euch ja eher als Wespen bezeichnen, aber okay. Das sind Bienen. Oh, Alter. Lol, ich greif die Luft an. Lololol, in der Luft habe ich nur nicht wirklich viel. Ab was? Oh, ihr Angriff ist mega cool. Warum rennt er einfach weiter? Ich habe Angst, dass ich so einen Shuhu übersehe. Meine Verluste mit dem Kopf. Nee, sag ruhig, was du denkst. Sag ruhig, was du denkst. Vielleicht überlebst du es ja. Schön. Wirklich schön. Doch, das war besser. Und wie das besser war. Ich glaube, ich mache mich so langsam. Habe Wiederherstellung. Wenn in einer Gruppe die HP ausgehen, kannst du keiner Heilungs- und Unterstützungsarzt mehr wirken. Nicht. Lol, wir brauchen Lager. Also. Habe ich nichts, um die HP zu füllen? Warte mal. HP. Okay, nein, habe ich nicht. Okay. Brauchen ein Lager. Aber wir haben hier noch so viel, was ich erkunden muss. Ich hätte vorher einkaufen gehen sollen. Oh. Okay, da kommen wir noch nicht weiter. Okay, da geht's noch irgendwo drauf. Ja, Kaya, genau. Genau. Ich habe echt die ganze Zeit die Hoffnung, dass wir hier so einen Schuhhof finden. Ah, da
das ist schön. Das ist schön. Kaius, der ewige Padawan. Huch, darf ich denn hier sein? Packt Holz irgendwann mal. Ja, wenn ich wieder Medieval Dynasty zocke, dann hack ich wieder Holz. Wenn du das meinst. so, Orangen-Gelee, warte mal. Kann ich damit? Ja, kann ich. Damit kann ich die HP wiederherstellen, das ist gut. Okay, einen kleinen Puffer haben wir wieder. ich mach das in diesem Real Life. Oh, guck mal! Oh, ich glaube, es gibt wieder Ohren! Das sieht... Oh Gott, es gibt Katzenohren! Leute, es gibt Katzenohren! Okay, wir müssen die Hasenohren gegen die Katzenohren eintauschen. Wir müssen. Ich meine. Ja. Oh, wie cool. Anlegen, ja. Unbedingt. Unbedingt. Jetzt bin ich glücklich. Es gibt Katzenohren. Die werden wir das ganze Spiel übertragen. Oh, weiter oben gab es nichts mehr, ne? Nee. Ich finde das Spiel soweit ganz gut. Ist aber noch zu früh, um irgendwas zu sagen. Den kann man das streicheln am liebsten. Ja, war schön bisher. Nee, ich find's bisher echt cool. Am geilsten finde ich natürlich das mit diesen ganzen Kostümen. Das ist ja natürlich mein Fable hier. Ich hoffe, dass wir irgendwann den Charakter auch wechseln können. Sodass ich dann vielleicht mit ihr hier oder so spiele. Wobei, warte mal, kann ich das? Gruppenanführer wechseln? Spiel ich dann? Oh mein Gott, ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, warte mal. Kann ich das für beide? Okay, ich bin glücklich. Das Problem ist jetzt einfach, ich muss heilen, ne? Ich habe niemanden mehr, der mich wiederbelebt. Ah, nee, okay, im Kämpfen bin ich immer noch mit Jenny unterwegs. Okay, dann ist gut. Dann ist gut. Okay, wenn ich immer noch mit ihm hier kämpfe, dann bin ich zufrieden. Weil ich hätte jetzt ungern mit ihr gekämpft, wenn ich ehrlich bin. Oh, danke fürs Teilen. Weil dann behält er nämlich einfach die Hasenohren. Würde ich sagen. Er behält einfach die Hasenohren. Noch gar nicht so viel, Kaya. Noch gar nicht so viel. Bei meinen Großeltern vorhin 2 Gläser Sekt. Ein Mischbier. Dazwischen 2 Stunden Pause. Und jetzt der Erdbeersekko. Und dazwischen noch ganz viel Essen und... Ja, ganz viel Essen. Ja, ist gut, Kaya, ist gut. Gut, ne? Alles gut? Dann setze ich jetzt meinem Schnucki hier den... Du, Kaya, ich verfolge das schon gar nicht mehr. Euer Getote, das kann ja keiner tragen.
Und so. Er kriegt die Hasenohren, sie kriegt das Kleidchen und die Öhrchen. Und, ah. Also wenn es in jedem Gebiet jetzt... wir haben Karten. Wenn es in jedem Gebiet jetzt... oh, Scheiße. Jetzt so eine Eule gibt, dann wird das ein langer Stream. Ein wirklich langer Stream. Würchen leben war schon zu erhofft. Na ja, gut, komm. Komm, komm. Nehmen wir euch mit rein. Hallo. Der Hundeschwanz. Das ist cool. Also da waren wir ja schon. Oh, ich nehme auch noch. Aha. Oh, ich bin gleich tot. Heul mich. Danke. Weil ist so. Es reicht, dass wir ihn lächerlich machen. Bei Frauen gehe ich da immer sehr ernsthaft vor. Bei den männlichen Wesen eher weniger. Lavendel. Bei ihr ist es halt einfach mega süß, nur mit den Ohren. Bei den Kerlen achte ich halt einfach nicht so drauf, ne? Da kann ich meinen Späßen mit treiben. Also, mit Kostüm. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Ich will nicht. Du bringst mich um. Ich finde, das ist halt einfach mega witzig, wenn man dann die Kerle so ein bisschen umgestaltet. Das finde ich irgendwie cool. Wie auf dem Catwalk. Ja, vor allem, die läuft die ganze Zeit hier mit so kleinen Stöckelschütchen. Oh, wir haben ein Lager gefunden. Oh mein Gott, die haben das auch in diesen Szenen auf. Sieht das geil aus. Ich möchte auch solche Katzenohren haben. Die wären echt geil. Die wären echt geil. 私は少しばかり手持ちがあるわ。持ってたのかよ。だけど2人分には心もとないな。だから作るのよ。料理を。料理？まともにしたことないぞ。私だって似たようなものよ。でもこれでできるものを作るしかないわ。 Nein, nein, geh nicht zum Feuer! Geh nicht zum Feuer! Nanda, Jiro Jiro, bitte. Sono Fuku. Hino ni yori sugitete. Moskoshi Mibai ga hoshii yo ne. Mibai? Sore ga nan no yaku ni tatsu nda? Sou datta wa ne. Ao no sashiro wa ii to omou nda kedo. そういうものか。
強く生きるため弱さを隠して恐れずに挑みが始まる。